Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Folge Minecraft Winterleben. Und ihr seht schon, ich habe Eisenrüstung an und ein Eisenschwert und ich habe ein bisschen gespielt auf diesem Server und möchte euch jetzt natürlich zeigen, was ich bisher getan habe. Aber zuallererst gehen wir an unseren Adventskalender, klicken da mal drauf, denn ich habe das zweite Türchen noch nicht geöffnet. Wir haben heute Tag 2, klicken wir drauf und was haben wir gekriegt? Wir haben ein Bett bekommen. Das erste Mal, gestern gab es Brot. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Das ist nur ganz kurz. Und jetzt haben wir ein Bett. Das trifft sich gut, denn ich habe tatsächlich noch kein Bett. Und es ist sehr viel passiert auf dem Server. Oh, guck mal, das Haus zum Beispiel ist auch neu. Oh, Castalia wohnt hier. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen rumführen, ein bisschen über den Server laufen, was hier so passiert ist. Euch ganz kurz zeigen, was ich getan habe. Und ja, mal schauen, was wir noch... Ich glaube, heute Produktives werden wir heute noch nicht so machen. Wir gucken mal kurz bei Castalia vorbei. Oha. Ah, stimmt, hier, das ist eine Chest. Ich brauche definitiv noch... Oh, guck mal, die hat auch Hunde. Ich brauche auch noch einen Briefkasten. So, dann gucken wir mal rum. Hier vorne hat sich ein bisschen was getan. Hier standen nämlich mehr Häuser. Ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal schon drauf war. Leider gibt es halt Probleme mit diesen Bäumen. Wenn ihr da nämlich sehr schnell, wenn ihr da hingeht und dann hier abbaut, gesneakt. So, jetzt hatte ich zum Glück, meine Axt ist kaputt gewesen. Bauen sich die Bäume sehr, sehr schnell ab. Und wenn da euer Haus irgendwie mit drin ist, dann wird, ja, dann werden also quasi auch alle Baumstämme im Haus, ja, vernichtet, sag ich mal so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Gauk und The Mellow hier einfach mal da irgendwas, bei Fackel platziert, hier ein Zeppling hinsetzen würden, der würde hochwachsen und wir würden das mit einer Axt anfangen abzubauen, würde sich ja das ganze Haus auflösen. Deswegen haben die das hier auch ein bisschen entschlackt und dann sind einige nach hier vorne gezogen. Ich glaube, Sepp und so, das sind dabei. Wer wohnt da denn? Nu, wer wohnt denn hier? Das ist Twombly. Ah, Twombly. Twombly war auch erst da vorne. Aber es tut mir leid, Twombly, wenn du das siehst. Ich habe aus Versehen auch ein Zeppling gesetzt. Ihn da vergessen, ist er hochgewachsen und dann durfte er so ein Haus wieder neu machen. Aber pst, das petzen wir ihm mal nicht. Wir nehmen auch nochmal alles an Futter mit, was hier so rumsteht. Also wenn ihr jetzt auf jeden Fall an diesem Spawn seid, könnt ihr ja schauen. Da oben geht es zum Beispiel zu Zombie. Ich glaube, da wohnt Zombie. Da irgendwie im Haus wohnt Mordado. Da oben passiert auch irgendwas mit Wintercracker. Da drüben ist Rose Arcane, glaube ich, spricht man es aus. Oder Rose Arcane. Ich glaube, Arcane. Ja. Hier, glaube ich, hier wohnt Sepp. Ja. Alle stehen. Nee, hier wohnt Famo. Die stehen alle AFK hier in ihren Häusern rum. Hier wohnt aber auch Sepp noch irgendwie. Als würden sie alle eingefroren werden. Wahnsinn. Ich glaube, hier wohnt Famo. Da wohnt Sepp. Ja, und wenn man dann hier so langläuft, dann muss man noch einen schönen Weg bauen. Dann kommt man hier zu meiner kleinen bescheidenen Hütte, die leider etwas überdimensioniert ist, aber sehr hübsch, muss ich sagen. Also hier, guck mal, ihr seht auch meine Hunde, die haben übrigens noch keinen Namen, wir müssen denen nochmal Namen geben. Ihr könnt mir auch gerne Namensvorschläge natürlich in die Kommentare schreiben. Und hier vorne kommt man dann halt rein. Ich habe hier so eine kleine Veranda, ja, die wird auch so ein bisschen bleiben, vielleicht mache ich hier noch irgendwas Schönes hin, mal gucken. Dann haben wir hier so einen kleinen Hintereingang, hier soll eine Küche hin. Und das ist natürlich der Haupteingang hier, wenn man hier so reinkommt. Oh, ich habe hier gar kein Licht dran, fällt mir gerade ein. Ich spiel nämlich immer mit hohem Gamma. Ich pack mal kurz hier ein bisschen Licht rein. Oh, dann brauche ich wohl mal wieder Fackeln. So, dann packen wir die da hin. So, damit man ein bisschen was sieht. Hier unten ist noch ein großer Raum. Ich möchte hier ein paar mehr Räume machen. Also hier haben wir so einen kleinen Eingangsbereich. Ich würde gerne hier irgendwie so ein großes Wohnzimmer hinmachen. Und hier hinten halt irgendwie eine Küche. Hier, wo die Öfen sowieso schon stehen. Hier geht es dann runter. Das seht ihr jetzt leider auch nicht so sehr. Kann ich mal kurz irgendwie... Ja, kann ich. Wir machen mal 64 Fackeln. So. Und dann fangen wir an, die hier auch mal zu platzieren. Denn hier unten habe ich so einen kleinen Wasserfall. Der geht auch noch einen weiter runter. Und bis hier. Ups. Das ist aber erstmal nur der Eingang zu meinem Strip-Mining-Gang, der hier weiter unten ist. Hier geht es also quasi runter zum Strip-Mine. Und hier passiert auch nichts mehr Spannendes. Das haben wir alles im Stream gebaut übrigens. Also checkt doch gerne mal Twitch aus, wenn ihr mal dabei sein wollt, wenn ich ein bisschen im Stream was baue. Ich werde das meiste, werde ich tatsächlich wirklich im Stream machen. Und in Folgen immer nur mal so ein bisschen... Ja, euch ein paar Sachen zeigen, vielleicht auch ein paar dann Sachen bauen. Also man kann hier zum Beispiel, wenn man hier hochgeht, kommt man noch ins Obergeschoss. Hier ist auch noch nicht so viel passiert. Hier habe ich einen kleinen, schönen Balkon, der ganz hübsch aussieht, finde ich. Und vielleicht machen wir hier so ein paar kleinere Aufgaben. Aber grundsätzlich mache ich das meiste wahrscheinlich im Stream.
Da muss ich nochmal schauen, wie ich das Ganze handhaben werde. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr jetzt sagt so, ey, ja, mach mal lieber mehr in der Aufnahme, damit wir das auch sehen. Wir können hier oben erstmal das Bett hinstellen. Mal kurz, ah, you can always sleep at night. Ah, okay, das ist die Sonne. Nur aufgrund des Shaders wirkt das halt so dunkel. Weil wie immer Schnee, Schneesturm, oder wie das heißt hier. Also es schneit auf jeden Fall durchgehend. Deswegen, ja. Wir können hier auch nochmal ein bisschen Fackeln dran machen. So. Das ist doch, glaube ich, ganz hübsch. Ja, was sagt ihr zum Häuschen? Kann man, denkt ihr, das sieht so ganz geil aus? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge, wie man auch das Ganze ein bisschen verzieren kann? Ich muss sagen, das ist ganz cool. Ich würde jetzt vielleicht hier vorne noch irgendwie so ja, weiß ich gar nicht, was man hier noch so machen könnte. Vielleicht hier noch irgendwelche Treppen rein, so ein bisschen Deko. Vielleicht, was ich ja auch immer gerne mache, ist zum Beispiel so einfach... Moment, wo ist es? So einfach hier so eine Zäune einfach außen ranstellen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sieht das irgendwie ziemlich behindert aus. Vielleicht sieht es auch irgendwie cool aus. Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe einfach erstmal losgebaut. Wir brauchen jetzt auch nochmal kurz eine neue Axt. Und ja. So, das ist irgendwie so alles, was ich bisher gebaut habe. Und ich habe stundenlang gefarmt. Ich glaube, wir haben im Stream 2,5 Stunden lang gefarmt. Wenn nicht länger sogar. Fast 3 Stunden nur gefarmt unter der Erde, Strip Mining. Und ich habe keinen einzigen Diamanten gefunden. Ja, so viel zu. Rohstoffe sind ein bisschen limitiert, aber nicht so stark wie im Leben. Also im Leben habe ich viel mehr Diamanten unter meinem Haus gefunden, obwohl da überall Strip Mining-Gänge waren, als hier. Eine Farmwelt gibt es nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns alles hier beschäftigen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, dann laufe ich einfach mal irgendwie 1000, 2000 Blöcke in eine Richtung und grab mich dann runter. Mal schauen, dann müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare, beziehungsweise eher im Livestream dann auch schreiben. Und, ja, ich habe mir extra noch ein paar Glasscheiben gemacht. Wollte ich mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man das hier reinbaut, so. Ja, vielleicht lasse ich oben noch die... Es sieht schon ganz cool aus, aber vielleicht lasse ich auch einfach oben den Zaun weg. Oder? Was meint ihr? Zaun da lassen? Zaun wegmachen? Über dem Fenster? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich möchte euch auch gar nicht so lange aufhalten hier mit dem Dings. Ja, hier, ich werde mich gleich gemütlich in das Bettchen hier legen. In mein neues Adventskalender-Geschenktürchen. Wie auch immer. Und ja, es wird in den nächsten Tagen vielleicht ein paar produktivere Folgen geben. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben, wie es momentan aussieht. Weil Leben ja immer das Problem ist, dass ich dann offline so viel spiele. Und ihr dann in den Folgen zu wenig seht. Das tut mir natürlich sehr viel leid. Sehr viel leid. Es tut mir natürlich sehr leid. Nicht sehr viel leid. Sehr viel Leid kam über euch. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr von meinem Haus haltet. Gefällt's euch? Ich habe auch ein paar Hunde. Schreibt mir auch gerne Namen dafür in die Kommentare. Und ich würde mich dann erstmal jetzt für den Moment... Oh, guck mal hier, hier ist ein neuer. Den haben wir noch nicht. Haben wir gerade Knochen da? Komm, wir holen uns mal noch ein neues Hundi. Neues Hundi. Ja, ein neues Hundi. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm hier. Komm hier. Jawohl. Sitz dich. Ja, schön. 2 neue Hunde. Ich glaube, jetzt haben wir... Wir sind jetzt bei 6. Hier drin sind nämlich auch noch 4. Kann man Hunde vermehren? Guck mal, die sind so ein bisschen weiß. Draußen haben wir noch 2 braune. Und es soll ja auch Huskies geben. Irgendjemand hat mir das gesagt. Vielleicht sind das auch Huskies. Also die weißen nicht. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit der Version nicht auf. Es ist die 1.11. Ich kenne mich mit der Version nicht aus. Es ist die 1.11. Damit muss ich nochmal ein bisschen gucken. Aber generell wisst ihr da ja immer mehr Bescheid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen traumhaften, zauberhaften Tag. Macht noch die Türchen im Adventskalender aus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.